Ein heiliger Moment ist gekommen und ich, der Schöpfergott des Universums, bin hier, um eine Botschaft direkt aus meinem Herzen an Ihr Herz weiterzugeben. Dies ist eine Botschaft voller Wahrheit, Liebe und göttlicher Absicht, die dazu bestimmt ist, den tiefsten Teil Ihres Wesens zu berühren. Wisse Folgendes: Nichts, was ich dir jetzt sage, soll Angst oder Unsicherheit hervorrufen, vielmehr sollen diese Worte sie dem Frieden näher bringen, den nur ich bieten kann. Ich sehe alle Dinge, ich kenne jedes Detail ihres Lebens und ihre Reise liegt mir sehr am Herzen, besonders in dieser besonderen Zeit. Der September neigt sich dem Ende zu und ich möchte, dass Sie aufmerksam zuhören, nicht nur auf das Ticken der Uhr oder das Vergehen der Tage, sondern auch auf die stille, leise Stimme, die in Ihnen wohnt, diejenige, die meine Liebe und Führung flüstert. Spüre, wie meine einladende Umarmung dich umfängt und deinem Herzen Trost und Sicherheit bringt. Ich bin an ihrer Seite und begleite jeden ihrer Schritte mit Weisheit und Anmut. Wenn Herausforderungen auftauchen und Unsicherheiten versuchen, ihren Glauben zu erschüttern, denken Sie daran, dass ich Ihr fester Fels bin, die unerschöpfliche Quelle der Stärke und Hoffnung. Öffne mir dein Herz und erlaube meiner Gegenwart, deinen Weg zu erhellen. Hören Sie auf meine innere Stimme, denn sie ist der Schlüssel zur Erschließung der Geheimnisse, die Sie noch nicht vollständig verstehen. Vertrauen Sie mir voll und ganz und wissen Sie, dass ich einen perfekten Plan für Ihr Leben habe, voller Segnungen und Erfolge, die alle Ihre Erwartungen übertreffen. Zu diesem Zeitpunkt lade ich Sie ein, sich durch Gebet und Meditation tief mit mir zu verbinden. Spüre den Frieden, der aus meiner Nähe kommt, und lasse meine Liebe jeden Aspekt deines Wesens durchfluten. Ich bin hier, um dich zu unterstützen, dich zu führen und dich bedingungslos zu lieben. Liken Sie dieses Video und unterstützen Sie uns, wenn Sie können. Jemand kommt, ja, jemand kommt, aber lassen Sie mich Ihnen eines sagen, diese Ankunft soll weder Schaden noch Leid bringen. Der Kommende bringt Veränderung, eine Chance, einen göttlichen Schnittpunkt. Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass die vor Ihnen liegenden Tage ungewiss sind, als ob der Monat mit unerledigten Aufgaben oder unbeantworteten Gebeten durch Ihre Hände rinnt, aber seien Sie sich dessen bewusst, alles entwickelt sich genau so, wie es sollte. Ich habe die Kontrolle über die Zeit, die Menschen und die Momente, die Ihr Leben prägen. Der September ist nicht das Ende, er ist einfach die Tür zu etwas Neuem. Wenn Sie das Wort ultimativ hören, klingt es vielleicht endgültig, aber nicht in meinem Königreich. Der letzte Tag im September ist kein Ende der Angst, sondern vielmehr der Abschluss eines Kapitels, damit ein neues beginnen kann. Im Leben werden Enden oft als Neuanfänge getarnt. Während der September hinter dem Horizont verschwindet, wird die Sonne wieder aufgehen und neue Barmherzigkeit, neue Gnade und Möglichkeiten mit sich bringen, die Sie sich nicht vorstellen können. Dieser Monat mag sich manchmal schwer für dich angefühlt haben, aber in diesen Momenten habe ich dich fester gehalten als je zuvor. Die Person, die in ihr Leben tritt, bringt möglicherweise Veränderungen mit sich, die zunächst unangenehm erscheinen, aber denken Sie daran, ich bin derjenige, der Ihre Schritte anordnet. Ich schicke die richtigen Leute zur richtigen Zeit, um sie zu begleiten, sie herauszufordern und ihnen beim Wachsen zu helfen. Manchmal kommen sie, um ihnen zu helfen, die Vergangenheit loszulassen, manchmal scheinen sie sie daran zu erinnern, dass ihre Zukunft rosig ist, auch wenn sie sie noch nicht sehen können. Vertraue darauf, dass ich diese Person aus einem göttlichen Grund geschickt habe. Ich weiß, dass du der Welt sagen willst, dass es Liebe, Vergebung und Erlösung gibt. Dass du in meiner Gegenwart die Kraft findest, die du brauchst, um aufzustehen und neu anzufangen. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich und treffen Sie die Entscheidung, vorwärts zu gehen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie mich,
denn ich bin hier und bereit, ihnen meine Hand zu reichen. Ich werde alles entfernen, was dich von deinem Weg abhält. Seien sie nicht traurig, wenn sie keine Nachrichten mehr von denen erhalten, die sie nicht wertschätzen. Am Kreuz habe ich mein Leben gegeben, um dir Freiheit zu geben. Du wurdest nicht geboren, um in emotionaler Sklaverei zu leben. Die Schreie und die Verachtung derer, die dich verletzt haben, werden keine Macht mehr über dich haben. Ich gebe dir einen Geist der Liebe, Selbstbeherrschung, Mut und Ehrlichkeit. Wenn sie sich Menschen aus ihrer Vergangenheit stellen oder erneut durch Feuer gehen müssen, haben sie keine Angst, ich bin an ihrer Seite. Du wirst durch das Feuer gehen und kein Haar von dir wird berührt werden. In meinem heiligen Namen werden sie sich diesen Konflikten stellen und als Sieger hervorgehen. Sag mir voller Glauben, dass du an mich glaubst. Aktiviere deinen Glauben, erinnere dich an alle meine Versprechen, sie sind dein Schild und dein Schwert in jeder Schlacht. Wer ist bei dir? Ich, der höchste Gott, der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist derjenige, der dir die Kraft zum Sieg gibt. Spüren Sie, wie diese Worte Ihren Glauben entfachen. Empfange und glaube. Es gibt keine schlechte Angewohnheit, Sucht oder Hexerei, die Ihnen schaden kann. Der Feind hat keine Macht über dich, selbst wenn er Lärm macht und Drohungen brüllt. Hab keine Angst, denn ich bin derjenige, der dich beschützt. Hören Sie gut zu, die Armeen des Bösen umgeben Sie, aber sie machen nur Lärm, mehr nicht. Sie rufen leere Drohungen, sie wollen, dass du Angst hast, denn Angst ist das Einzige, was dich aufhalten kann. Erhebe dich, tapferes Herz, heute gebe ich dir meine Autorität, dich über diese Konflikte zu erheben, die dein Glück stehlen sollen. Wenn der Wind der Veränderung weht, haben sie keine Angst. Ich bin der Gott, der Stürme besänftigt und dich durch alle Jahreszeiten begleitet. Die bevorstehenden Veränderungen sind keine Strafe, sind Teil ihres Wachstums. Sie haben um Orientierung, Klarheit und ein Zeichen gebeten, und jetzt gebe ich es ihnen. Veränderung ist das Mittel, mit dem ich meinen Willen in ihrem Leben verwirkliche. Am letzten Septembertag geht es nicht um das Ende, sondern um den Beginn der Erfüllung dessen, was ich dir versprochen habe, mein Sohn. Du bist stärker als du denkst. Die Unsicherheit, die sie empfinden, ist vorübergehend. Ich bin keinen Moment von deiner Seite gewichen, selbst als du gezweifelt hast, selbst als du dich gefragt hast, ob ich deine Gebete noch erhöre. Ich war da. Habe zugehört, dich gehalten und dir den Weg geebnet. Erinnere dich an meine heilige Liebe, damit du dich beruhigst. Wie würde ich dich verlassen, nach all der Zuneigung, die ich dir entgegengebracht habe? Du bist mir sehr wichtig. Wann immer sie in eine Situation geraten, wird der Feind kommen und versuchen, sie zu besiegen. Er wird dich in die Ecke der Traurigkeit zerren wollen, aber in deinem Herzen weißt du, du bist nicht allein, du bist nicht hilflos. Du bist für mich sehr wertvoll. Du bist mein geliebter Sohn, und ich wiederhole es, damit du es nie vergisst. Sie müssen sich an meine Versprechen erinnern, die gut, real, kraftvoll und wahr sind. Mein Pakt ist unzerbrechlich, meine Verpflichtung ist ewig. Ich möchte nicht, dass du durch Angst oder Schuldgefühle zu Fall gebracht wirst. Es ist nicht mein Wunsch, dass sie über die Fehler der Vergangenheit nachdenken. Ich komme nicht, um sie zu beschuldigen oder zu verurteilen. Ich bin nicht hier, um dich zu schelten, ich bin hier, um dich zu lieben. Wenn ich den Wunsch hätte, dich zu bestrafen, dann wäre ich nicht hier, du weißt ganz genau. Denken Sie daher über diese Liebe nach, die ich Ihnen schon so lange anbiete, und nehmen Sie sie an. Lehne es nicht ab. Es gibt zwei Wege und jetzt ist es an der Zeit, sich zu entscheiden. Du hast den Weg der Wahrheit und des Lebens vor dir,
der dich in eine wunderbare Ewigkeit führt, oder den anderen Weg, der dich von mir wegführt. Das Leben wird nicht immer einfach sein, wenn sie mir folgen, aber sie werden meine Hilfe und Unterstützung haben, wenn sie sie brauchen. Mein Heiliger Geist wird dich an traurigen Tagen trösten und mein Wort wird dich mit Weisheit erfüllen. Du hast die Tür meiner Gegenwart Tag und Nacht offen. Sie können mir vertrauensvoll ihre tiefsten Anliegen vorbringen, insbesondere wenn sie für ihre Familie beten. Wenn du mir dein Herz gibst, werde ich es voller Liebe in meinen Händen halten. Ich werde dich mit Freude umgeben, ich werde dich mit Fülle und Harmonie segnen. Ich werde Feinde, Diebe und falsche Freunde von dir vertreiben. Meine Engelsarmee wird ihr Zuhause umgeben, bereit zu kämpfen und sie vor jedem Angriff zu verteidigen. Ich bin heute, gestern und für immer derselbe. So wie sich die Welt weiterdreht, wird meine Gegenwart dich immer umarmen. Zweifle nicht, ich selbst werde jeden Feind bekämpfen, der es wagt, sich gegen dich zu erheben. Fürchte dich nicht, du bist nicht allein, das warst du noch nie. Ich bin seit dem Tag deiner Geburt bei dir. Ich habe auf diesen Moment gewartet, um klar zu ihnen zu sprechen und die großen Segnungen zu bestätigen, die auf ihr Leben zukommen. Ich habe dich ausgewählt, ich habe dir einen Namen gegeben, du gehörst mir und ich werde dich nicht gehen lassen. Auch wenn du irgendwann ans Aufgeben denkst, werde ich dich an all die Zeiten erinnern, in denen ich für dich gekämpft habe, als ich meine Hand ausgestreckt und dich aus der Gefahr gerettet habe. Ich war immer bei dir, auch als alle anderen dich verlassen haben. Meine Liebe zu dir wächst jeden Tag, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich werde mein ewiges Versprechen an dich erfüllen. Ich weiß, dass du gerade jetzt meine Anwesenheit spürst, und das wird für immer so bleiben. Ich werde dich niemals verlassen. Lehne jeden Gedanken des Zweifels ab. Es gibt nichts und niemand, der dir diesen Frieden, dieses immense Glück, das ich für dich habe, stehlen kann. Ich liebe dich und deine Sorgen sind bereits gelöst. Gib mir deine Lasten, deine Ängste und deine Traurigkeit. Mein Heiliger Geist umarmt dich, heilt dein Herz und spendet dir Trost. Spüren Sie den starken Wunsch, sich zu erheben und stärker als je zuvor zu leben. Ich werde die Türen öffnen, aber schätze dich selbst mehr. Geben Sie sich noch eine Chance. Meine Gnade ist mit dir. Empfangen Sie meine Vergebung und, was am wichtigsten ist, verzeihen Sie sich selbst Ihre vergangenen Fehler. Ich berücksichtige Ihre Fehler nicht mehr und werde Sie nicht noch einmal daran erinnern. Genau hier, in meiner göttlichen Gegenwart, werden Sie immer die Antwort haben, die Sie brauchen. Sie werden die Macht haben, jedes Problem und jeden Feind zu überwinden. Nichts und niemand wird stark genug sein, dir das Glück zu nehmen, das ich für dich vorbereitet habe. Glauben Sie, auch wenn Sie es jetzt nicht sehen oder fühlen. Wenn diese Segnungen vor Ihrer Haustür eintreffen, wird es ein wundervoller Tag sein. Sie werden wieder glücklich sein wie nie zuvor. Von nun an werde ich dich mit meinem heiligen Öl salben. Meine göttliche Kraft wird dich jeden Tag mehr und mehr erfüllen. Deine Kraft wird sich vervielfachen, dein Geist wird erneuert und zusammen mit meinen Versprechen wirst du Klarheit über dein Ziel haben. Sie wissen genau, wohin sie gehen und was sie tun müssen, um ihre Mission zu erfüllen. Wenn sie die Gaben, Talente und Segnungen, die sie haben, vervielfachen möchten, suchen sie diese Menschen auf und tun sie ihnen etwas Gutes. Helfen sie denen, die sie unterstützt haben, auch wenn sie sie vielleicht noch nie getroffen haben. Finden sie einen Weg, Gutes zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Versuchen sie nicht, eine Gegenleistung zu erhalten. Viele haben sie bereits gesegnet, und jetzt sind sie an der Reihe, sich zu revanchieren und Dankbarkeit zu zeigen. Ich möchte, dass du ein Instrument meiner Liebe bist.
Du verstehst mich, du weißt, wovon ich rede. Gehen Sie und helfen Sie den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, und Sie werden sehen, wie ich Sie mit jedem Akt der Dankbarkeit beglücken werde. Ich werde deine Gaben, deine Talente vervielfachen, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und Segen von oben über dich ausschütten. Dieser schöne Akt der Anerkennung dessen, was andere für sie getan haben, wird ihnen emotionale und finanzielle Freiheit bringen. Ich werde die Schuldenketten in ihrem Leben durchbrechen, ich werde ihnen Arbeit verschaffen und ihnen die Möglichkeiten vervielfachen, ihre Projekte zu starten. Ich bestätige, dass sie die schwierigsten Momente ihres Lebens bereits durchgemacht haben. Was jetzt kommt, ist eine Zeit der Ernte, des Überflusses und des Segens ohne Maß. Füllen Sie Ihre Scheunen mit all den guten Dingen, die bald eintreffen werden. In diesen vergangenen Zeiten kannten Sie den Schmerz und haben sich unter Tränen von Ihren Lieben verabschiedet. Es gab Zeiten, in denen Sie dachten, Ihre Tage seien vorbei, aber heute sind Sie hier und werden Zeuge Ihres Sieges. Es gibt nichts in Ihrer Zukunft, das Ihnen diese Segnung entstehen könnte. Nichts und niemand kann dich mir wegnehmen. Ihr Glaube ist jetzt stärker, Ihre Überzeugung ist fest. Du hast aus meinem Wort gelernt und kennst mich wirklich. Jetzt verstehen Sie alles, was ich für Sie und Ihre Familie vorbereitet habe. Sie sind auch Teil meiner Pläne, jeder in seinem Zuhause ist mir wichtig. Ich befehle dir, dich zu bemühen und mutig zu sein, nicht nur für dich selbst, sondern auch für diejenigen, die du liebst. Erinnern Sie sie daran, dass diese Segnungen nicht das Ergebnis von Glück und kein Zufall sind. Dies ist das Ergebnis Ihres Glaubens, Ihrer Treue, Ihrer Reue und Ihrer festen Entscheidung, sich von dem zu lösen, was nicht gut für Sie war. Deine Vergangenheit liegt hinter dir und wird niemals zurückkehren. Jeder in ihrer Familie kann sich ändern, jeder. Manche müssen mich einfach noch ein wenig aufmuntern. Wenn du deine Knie beugst und aus tiefstem Herzen betest, werde ich dich verwandeln. Ich werde ihnen die Sensibilität geben, mich wirklich zu kennen, nicht nur durch das, was ich höre, sondern auf reale Weise, im Geiste und in der Wahrheit. Einige in ihrem Zuhause müssen wichtige Entscheidungen treffen, ihre Fehler erkennen und sich von schlechten Einflüssen fernhalten. Ich werde ihnen die Liebe und Geduld geben, zärtlich mit ihnen zu sprechen, nicht als Richter, sondern als jemand, der sie zutiefst liebt. Bestrafen oder weisen Sie sie nicht zurück. Wenn du mich wirklich liebst, musst du lernen, dass sich alle Menschen ändern können. Ich habe ein neues Leben für diejenigen, die es wirklich bereuen. Öffne dein Herz und gib denen, die du liebst, diese Gelegenheit. Bete für sie, lege sie in meine Hände. Behandle sie gut, wenn du sie findest. Lassen Sie mich in ihrem Leben handeln. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde ihnen in Träumen Dinge offenbaren, die in ihrer Familie passieren. Ich werde dir Menschen in Erinnerung rufen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, und ich werde sie auf deinen Weg bringen. Wenn du sie siehst, lächle, strecke deine Hand aus und sage ihnen, dass ich sie liebe. Sagen Sie ihnen, dass ich ihr Leben verändern möchte, dass ich weiß, wie sie sich fühlen, dass ich weiß, dass sie entmutigt sind. Heute ist der Tag der Erlösung, nicht gestern oder morgen, sondern heute. Beten Sie für sie, auch wenn es ein kurzes Gebet ist. Du wirst einen Samen des Glaubens in ihre Herzen pflanzen, und dieser wird bald zu einem starken, lebenserfüllten Baum heranwachsen. Gehorche mir, glaube an mich und lerne, im Glauben zu leben. Ihre Probleme sind bereits gelöst. Heute werden in ihrem Leben große Wunder geschehen. Du wirst deine Hände zum Himmel erheben und mich preisen, denn ich habe einen Plan mit dir, und niemand kann ihn aufhalten. Deshalb komme ich jeden Tag, um sie aufzumuntern,
und sage ihnen mit meiner Stimme der Autorität, stehen Sie auf, versuchen Sie es noch einmal. Die einzigen, die dich niederschlagen wollen, sind deine Feinde, aber ich möchte, dass du aufmunterst und aufstehst. Meine Kraft manifestiert sich in einer Haltung der Stärke. Vielleicht haben sie Angst oder Zweifel, aber was zählt, ist, wie sie dem Leben begegnen. Zeigen sie ihren Glauben, mögen ihre Schritte fest sein, mögen sie nicht den Ausdruck der Niederlage in ihren Augen haben. Ein paar Minuten in ihrem Zimmer, bei geschlossenen Türen, dann beginnen wir den Kampf gegen ihre Feinde, allein und unter vier Augen, aber in der Öffentlichkeit werden sie ihren Sieg und den Triumph, den sie im Gebet errungen haben, entgegennehmen. Sie haben nicht versagt, aber sie müssen weiter beten. Du musst weiter sehen, du musst den Feind bekämpfen und für das kämpfen, wovon du so sehr geträumt hast. Ich werde dir den Sieg in meiner perfekten Zeit bescheren. Ich werde die Kleidung der Schande ausziehen, zu der man dich gezwungen hat, und ich werde dich mit königlichen Gewändern bedecken, vor allen, die dich ausgelacht haben. Ihre Träume sind sehr wichtig und sie werden nicht aufgeben. Wenn sie aufgeben, werden sie stagnieren und ihre Träume müssen jemand anderem übergeben werden, der den Mut hat, für sie zu kämpfen. Wenn du voller Kraft sein willst, möge mein Wort immer offen vor deinen Augen sein. Behalte meine Gebote in deinem Herzen, denn sie sind wertvoller als Gold. Ich möchte, dass sie weiterkämpfen, es erneut versuchen, beharrlich und durchhaltend sind. Möge er ohne Unterlass beten, möge er Tag und Nacht gegen den Feind kämpfen, ohne sich auszuruhen. Eines Tages werde ich selbst kommen und eine Krone auf dein Haupt setzen und dir sagen, gut gemacht, mein Sohn, treuer Diener. In Kämpfen und Schmerzen hattest du den Mut, mir zu dienen, ohne dich zu entschuldigen. Inmitten der Knappheit haben sie nicht aufgehört zu kämpfen, und sie haben sich nicht von Problemen und Zweifeln entmutigen lassen. Heute bist du aufgestanden. Heute bist du viel weiser geworden und hast mehr Glauben. Er hat aus seinen Fehlern gelernt und wird sie nicht noch einmal machen. Treten Sie jetzt ein, um Ihren Sieg in der Freude Ihres Gottes zu feiern. Du warst über ein wenig treu, ich werde dir einen größeren Segen geben. Viele Ihrer Gebete werden bald beantwortet. Große Segnungen sind auf dem Weg, voller Liebe und Hoffnung. Haben Sie keine Angst, Ihre Hilfe kommt vom Himmel und nichts kann Sie daran hindern, sie zu erreichen. Auch wenn Herausforderungen und Probleme auftauchen, bleiben Sie ruhig. Es mag sein, dass viele versuchen werden, dich zu Fall zu bringen, aber ich sage dir noch einmal, hab keine Angst, keine Gefahr wird dich erreichen, denn meine Engel sind um dich herum und meine Gegenwart wird dich vor allem Bösen beschützen. Verurteile niemanden, hege keinen Groll, nicht einmal gegenüber denen, die du liebst. Ihr wirklicher Kampf ist nicht gegen sie. Der wahre Feind agiert im Verborgenen und versucht, sie in eine Falle zu locken. Er wird Menschen und Situationen nutzen, um sie zu entmutigen und zu Fall zu bringen. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Um diesen Kräften entgegenzutreten, müssen Sie sich meiner Armee im Gebet und Lob anschließen. Gehen Sie früh morgens auf die Knie und beten Sie. Die Zeiten ändern sich und es ist Zeit, Ihre Seele vorzubereiten. Rufen Sie Ihre Familie an, vereinen Sie sich im gemeinsamen Gebet, denn so werden Sie stärker sein. Lass meinen Heiligen Geist dein Leben leiten. Ich werde dir Mut machen und du wirst Frieden spüren. Einen Frieden, der alle Angst vertreibt. Obwohl der Feind versucht, dich zu erschrecken, fürchte dich nicht, er kann deinen Geist nicht kontrollieren und kennt auch nicht die Pläne, die ich für dich habe. Er sieht mein Werk in dir und ist voller Zorn, aber er kann dich nicht aufhalten. Viele haben Angst, wenn sie an den Feind denken, aber sie vergessen, dass sie den allmächtigen Gott an ihrer Seite haben, einen Gott, der so stark ist, dass nichts mit ihm zu vergleichen ist.
Du bist beschützt, meine Gnade bedeckt dich, beschützt dich. Nichts und niemand kann dich besiegen, denn ich bin dein Beschützer, dein Anwalt. Niemand kann dich aus meinen Händen nehmen. Lass dich nicht von der Angst beherrschen. Achten Sie auf Ihre Gedanken und denken Sie immer daran, dass der Feind nicht stärker ist als Ihr himmlischer Vater. Er wird darauf bestehen, er wird es versuchen, aber wenn du dich schwach oder verloren fühlst, schreie zu mir. Ich werde dir zuhören und dir die Kraft geben, die du brauchst. Wenn ihnen ihre Kinder und ihre Zukunft Sorgen bereiten, beten sie sie und geben sie sie in meine Hände. Ich verspreche dir, sie werden in Sicherheit sein, sie werden unter meinem Schatten stehen, beschützt von meiner Liebe, denn ich liebe sie genauso sehr, wie ich dich liebe. Gehen sie ohne Zweifel vorwärts, denn ich werde ihnen alle Kraft geben, die sie brauchen, um standhaft zu bleiben. Schwierigkeiten werden deine Freude nicht stehlen, denn ich werde dich mit Frieden erfüllen. Du wirst meine Segnungen ohne Sorgen genießen können. Ich werde dein Schild, dein Schutz sein. Ich werde mich um sie kümmern und alles Böse abwehren, das ihnen und ihrem Leben schaden könnte. Sag allen um dich herum, sie sollen mir ihr Herz öffnen. Ich möchte mich um sie kümmern und ihnen meine Liebe geben, wie ein liebevoller Vater. Ich habe dich nie im Stich gelassen und werde es auch nie tun. Ich bin der allmächtige Gott, und niemand, egal wie sehr er es versucht, kann die Liebe, die ich für dich empfinde, auslöschen. Wunderbare Dinge sind auf dem Weg. Ich werde Türen öffnen, von denen sie dachten, sie seien verschlossen. Sie werden anfangen zu gedeihen. Meine Versprechen gehören bereits dir, und meine Gebote habe ich dir bereits gegeben. Kommen Sie jeden Morgen zu mir und hören Sie sich die Lehren an, die ich für Sie habe. Knien Sie täglich im Gebet nieder und bleiben Sie wachsam, denn der Feind ruht nicht. Er wird versuchen, dich vergessen zu lassen, wer du bist und welche Versprechen ich dir gemacht habe. Lassen Sie diese Nachricht eine Erinnerung daran sein, dass meine Pläne für Sie gut sind. Ich sehe jede Träne, jede Sorge, jede Frage, die Sie in Ihrem Herzen getragen haben, und meine Antwort lautet, der September geht vielleicht zu Ende, aber meine Versprechen für Ihr Leben sind es nicht. Es kommt jemand, ja, aber was noch wichtiger ist, ich bin hier. Ich bin bei dir, führe dich, beschütze dich und liebe dich mit ewiger Liebe. Fürchtet euch nicht vor dem, was kommt, denn ich bin bereits da und bereite den Weg. Es gibt Hoffnung über diesen Moment hinaus, es gibt Freude auf der anderen Seite dieser Prüfung. Was auch immer Ihnen dieser Monat gebracht hat, sei es Freude oder Herausforderung, seien Sie sich bewusst, dass es nicht umsonst war. Alles hat zu Ihrem Besten funktioniert, und wenn der September zu Ende geht, werden Sie beginnen, die Früchte dessen zu sehen, was in dieser Saison gepflanzt wurde. Meine Lieben, hier ist ein Gebet für dich, ein Gebet, das du am Ende dieses Monats bei dir tragen sollst. Vater, ich danke dir für das Geschenk eines jeden Tages. Ende September vertraue ich auf deinen Plan für mein Leben. Ich gebe meine Ängste und Zweifel in deine Hände und weiß, dass du der Gott des Neuanfangs bist. Führe mich durch die bevorstehenden Veränderungen und hilf mir, deine Hand in jeder Situation am Werk zu sehen. Möge derjenige, der in mein Leben tritt, ein Spiegelbild ihres Willens und ihrer Bestimmung sein. Gib mir Kraft, Frieden und ein Herz, das offen für deine Liebe ist. Amen. Stellen Sie sich beim Beten Folgendes vor: Das Jahresende ist wie der Sonnenuntergang, wunderschön, aber auch das Ende eines Tages signalierend. Doch so wie die Sonne untergeht, geht sie auch wieder auf. Der Beginn des Oktobers bringt neue Möglichkeiten, Segnungen und die Antworten, nach denen Sie gesucht haben. Du bist auf einem Weg, der von meiner Hand geführt wird. Jede Kurve, jede Wendung ist Teil der Reise, die ich für Sie entworfen habe.
Sie wissen vielleicht nicht, was die Zukunft bringt, aber Sie kennen den einen, der die Zukunft hält. Vertrauen Sie mir, lassen Sie los, was Sie nicht kontrollieren können, und legen Sie es in meine fähigen Hände. Du wirst über alle Maßen geliebt, geschätzt und nie vergessen. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn der September seinen letzten Tag erreicht. Freut euch, denn Neues steht am Horizont. Die Person, die in Ihr Leben tritt, ist Teil meines göttlichen Plans, der Ihnen dabei helfen soll, mutig und anmutig in die nächste Zeit zu gehen. Bereiten Sie Ihr Herz auf das Kommende vor, denn es ist gut und voller Hoffnung. Denken Sie daran, mein Geliebter, ich bin immer bei Ihnen, nicht nur in den Höhepunkten, sondern auch in den stillen, den unsicheren und den täglichen Kämpfen. Du bist nie allein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Last der Welt auf Ihren Schultern lastet, übergeben Sie diese Last an mich. Ich kann alles tragen. Aber ich sage dir, du bist ein Gewinner, du bist stark und mutig. Ihr Glaube ist wahr und aufrichtig. Ich habe dich für großartige Dinge ausgewählt. Ich möchte, dass Sie anfangen, anders zu denken. Sie sind kein Opfer des Feindes und werden es auch nie sein. Er wurde bereits besiegt. Du bist mehr als ein Gewinner, und ich bin an deiner Seite. Stehen Sie auf und erklären Sie fest, ich bin ein Krieger meines himmlischen Vaters, ich gehe ohne Angst, weil die Kraft Gottes in mir ist. Meine Familie und ich sind in seinen Händen, beschützt und gesegnet durch seine Liebe. Ich verspreche dir alles, was auch immer du mich im Gebet erbittest, ich werde es dir geben, und ich werde dein Leben, deine Familie und dein Zuhause segnen, ich werde deinen Körper heilen, deinen Geist beruhigen und dir die ganze Last der Vergangenheit nehmen, ich werde dich von deinen Schulden befreien und dich mit Segen umgeben, weil du auf mich vertraut hast. Du wirst wie ein Baum sein, der am Fluss gepflanzt wurde, mit starken Wurzeln und immergrünen Blättern Menschen um dich herum. Machen Sie sich auch in den schwierigsten Zeiten keine Sorgen, es wird nie aufhören, Früchte zu tragen, denn ich kümmere mich um Sie. Ich werde dir meine ganze Zuneigung zeigen und dir meinen Frieden schenken. Du kannst mir immer vertrauen. Überlassen Sie alles, was Sie tun, meinen Händen und alle Ihre Pläne werden wahr. Sie und Ihre Familie werden vor den kommenden Schwierigkeiten bewahrt. Meine Engel werden immer bei dir sein, um dich zu beschützen. Ich werde dich mit Freude und Frieden erfüllen und du wirst für immer glücklich sein. Fürchte dich nicht und sei nicht beunruhigt, denn ich bin bei dir. Ich werde dich stärken und dir helfen, ich werde dich mit meiner siegreichen Hand stützen. Vertrauen Sie mir, wenn der September zu Ende geht, vertrauen Sie den Neuanfängen, die ich für Sie geplant habe. Vertraue der Liebe, die ich jeden Tag in dein Leben gieße. Ich habe großartige Dinge für Sie auf Lager, und das ist erst der Anfang. Amen. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Lasst uns vereinen und für alle beten, die diese göttliche Botschaft sehen. Himmlischer Vater, wir kommen heute mit Herzen voller Erwartung und Ehrfurcht zu dir, während wir dabei sind, ein neues Kapitel zu beginnen. Wir sind uns bewusst, dass der September zu Ende geht und mit ihm ein Gefühl der Vollendung, ein Gefühl des Übergangs einhergeht. Aber, Herr, wir wissen, dass du in jedem Fall den Weg für einen Neuanfang bereitet hast, und deshalb richten wir unsere Gebete an dich und vertrauen auf deinen göttlichen Plan. Gnädiger Gott, du, der du das Universum in deiner Hand hältst, wir suchen deine Führung, wenn dieser Monat zu Ende geht. Der September war mit all seinen Freuden und Herausforderungen eine Zeit des Wachstums und der Besinnung. Während wir uns auf die nächste Saison vorbereiten, bitten wir Sie um Weisheit und Klarheit, um den bevorstehenden Veränderungen entgegenzutreten. Wir wissen, dass bald jemand in unser Leben treten wird, und wir stellen Ihnen diese Situation mit Hoffnung und Glauben vor. Herr,
Du kennst unsere Herzen besser als wir uns selbst. Sie verstehen die Ängste und Unsicherheiten, die angesichts des Unbekannten entstehen. Wir bitten um Ihren Trost und Frieden, der uns umgibt, während wir auf die Ankunft dieser neuen Person warten. Mögen unsere Herzen offen und empfänglich für den Zweck sein, den Sie durch diese Begegnung für uns haben. Wenn diese Person kommt, um Veränderungen herbeizuführen, mögen wir sie mit Mut und Anmut willkommen heißen. Himmlischer Vater, leite uns dabei, unsere Herzen auf diese neue Beziehung vorzubereiten. Hilf uns, deine Hand in jeder Interaktion, in jedem Gespräch zu sehen. Wenn diese Person kommt, um Weisheit anzubieten, lasst uns aufmerksam und kritisch sein, wenn es darum geht, uns herauszufordern, gib uns die Kraft, diesen Herausforderungen mit Belastbarkeit und Glauben zu begegnen, und wenn es Freude und Segen bringt, mögen wir es mit Dankbarkeit und Feierlichkeit annehmen. Wir bitten um Ihren Schutz bei diesem Übergang. Es schützt uns vor jeglicher Verwirrung oder Missverständnissen, die entstehen könnten. Möge deine Wahrheit und Liebe die Grundlage all unserer Interaktionen sein. Hilf uns, fest in deinem Wort zu stehen und unsere Stärke und Identität allein in dir zu finden. Wenn der Weg ungewiss erscheint, möge dein Licht hell leuchten, um uns zu führen. Vater, wir richten auch unsere persönlichen Probleme und Sorgen an dich. Sie kennen die Einzelheiten unseres Lebens und die Lasten, die wir tragen. Ende September bitten wir Sie um Heilung für alle verbleibenden Wunden. Helfen Sie uns, das Bedauern und den Schmerz des letzten Monats loszulassen, und vertrauen Sie auf Ihr Versprechen der Erneuerung. Möge dein Friede über uns fließen, die Angst wegwaschen und sie durch deinen Trost ersetzen. Herr, wir bieten um Weisheit, um zu verstehen, welche Rolle dieser neue Mensch in unserem Leben spielen wird. Ob sie als Führerin oder Mentorin kommt, sie schenkt uns die Demut, aus ihrer Anwesenheit zu lernen und zu wachsen. Ob es darum geht, uns eine Lektion zu erteilen oder unsere Perspektiven in Frage zu stellen, es öffnet uns die Fähigkeit, seine Erkenntnisse zu akzeptieren und anzunehmen. Und wenn es ein Segen ist, senden Sie uns die Gnade, die Freude, die es bringt, zu schätzen und zu schätzen. Himmlischer Vater, zu Beginn des neuen Monats vertrauen wir voll und ganz auf dich. Wir bitten Sie um Ihren Segen für dieses neue Kapitel. Möge es voller Möglichkeiten für Wachstum, Heilung und Freude sein. Hilf uns, jede Erfahrung mit deinen Augen zu sehen und deine Hand in allen Dingen zu erkennen. Möge dieser Neuanfang ein Zeugnis deiner Treue und Liebe sein. Herr, wir bitten auch um die Kraft, allen auftretenden Schwierigkeiten standzuhalten. Wir wissen, dass Veränderungen sowohl Spannung als auch Herausforderungen mit sich bringen können. Stärken Sie uns mit Ihrer Kraft, alle Hindernisse zu überwinden und jeden Tag mit einem Herzen voller Hoffnung und Zuversicht anzugehen. Erinnern Sie uns daran, dass Sie unser ständiger Begleiter sind und uns durch jede Lebensphase führen. Schließlich widmen wir diese Zeit Ihnen, in dem Wissen, dass Sie der Autor unserer Geschichte sind. Mögen wir Ende September Trost in deinen Versprechen finden. Mögen wir mit erneuertem Glauben voranschreiten, im Vertrauen darauf, dass Sie einen Plan für unser Leben haben, einen Plan voller Hoffnung und einer Zukunft. Danke, Herr, dass du unsere Gebete erhörst und jeden Moment dieses Übergangs bei uns bist. Wir vertrauen auf dich und wissen, dass du treu bist und dass deine Liebe zu uns unerschütterlich ist. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus bieten wir. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind am Ende dieses Videos angelangt, aber unsere Reise des Glaubens und der Liebe hat gerade erst begonnen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen, der diesen Kanal ermöglicht, meinen tiefen Dank aussprechen. Das Licht der göttlichen Wahrheit strahlt hier hell, und dank Ihnen können wir es mit der Welt teilen.
Wenn Sie von den von uns übermittelten Botschaften berührt wurden, lade ich Sie ein, darüber nachzudenken, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende zu leisten, unabhängig von der Höhe. Ihr Beitrag ist für uns von entscheidender Bedeutung, um diese Botschaften der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche Mitglied werden oder Danke, um mit uns auf diese Reise voller Sinn und Wirkung zu gehen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen finanziellen Beitrag zu leisten, wissen Sie, dass Sie durch das bloße Teilen dieses Videos mehr Herzen erreichen können, die nach Gottes Wort dürsten. Denken Sie daran, dass jede Hilfe, jede Geste der Großzügigkeit wie ein Samen ist, der in fruchtbaren Boden gesät wird, der wächst und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt. Gemeinsam bauen wir einen Ort auf, an dem Gottes Liebe erstrahlt, an dem der Glaube stärker wird und an dem die Hoffnung jeden Tag erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind, und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen, von ganzem Herzen. Möge die göttliche Gnade uns weiterhin in unserer Mission, das Wort Gottes zu verbreiten, leiten, stärken und inspirieren. Bis zum nächsten Video. Und denken Sie daran, gemeinsam sind wir stärker im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung.